Oh! Wow, ihr Pferdenerds, und herzlich willkommen zu meinem kleinen, ja, FMA im Stall. Ich hatte da mal wieder Lust drauf auf sowas und ich bin ja noch im Urlaub, also das ist wieder eine neue Urlaubsfolge. Und ja, es gibt noch so einiges vorzubereiten, denn da ich ja jetzt auch im Urlaub bin, ich musste auch mal wieder einiges auffüllen an Futter und solche Geschichten. Hier gibt es jetzt zum Beispiel für den Start im Fellwechsel wieder Leinsamen, neue Reiskleie und hier für meine Reitbeteiligung, die mich, solange ich im Urlaub bin, hier ja auch tatkräftig unterstützt. Eine Packung Leinsamen. Ja, ich habe wieder so einiges zu schleppen und ihr habt vielleicht mitbekommen, dass die Pferde relativ weit hinten stehen auf der Weide. Ja, und dann werde ich mich mal auf den Weg machen. So, da sind wir. Hallo, hier ist der Chico. Du hast dich gerade gewälzt. Überall Sand noch am Auge. Na, Süßerle? Mausebacke. Oh, der schläft noch. Hm. Nu? Echt mal pullern. Oh, das Pony ist eingelaufen. Nee, Spaß, da ist der echte. Mausebacke, kommst du mit? Wollen wir noch was machen? Sieht eher so semi-begeistert aus. Na, mal gucken, was wir so machen, ha? Mal schauen. So, da sind wir jetzt auch endlich zurück. Beziehungsweise jetzt erstmal ein bisschen putzen. So, ich habe mir überlegt, was wir heute machen können. Und so zum richtig trainieren, in dem Sinne jetzt, also wirklich anstrengende Arbeit, ist es einfach nicht so schönes Wetter. Also es ist sehr drückend und sehr, sehr warm. Wir werden im Wald, wenn ich mir das hier schon mit den Fliegen angucke, wahrscheinlich aufgefressen werden. Ne, Dicky? Also ausreiten auch eher nicht so schön. Außerdem ist keiner da und alleine ist Chico echt nicht entspannt im Gelände. Also das bringt, glaube ich, auch nicht so viele Punkte. Aber ich habe mir überlegt, wir könnten auf unseren Vielseitigkeitsplatz gehen. Da waren wir eine Weile nicht. Und ein bisschen mit dem Halsring reiten. Bergauf, bergab und solche Sachen machen. Ne, Süße? Klingt nach einem Plan, oder? Klingt nach einem Plan? Oh. Aber erstmal putzen. So, Hufe ausgekratzt. Das filmt sich bloß so schlecht mit einer Hand. Das ist irgendwas Spannendes. Na, Muskelprotz? So, wir sind jetzt wieder auf unserer kleinen Wanderschaft. Das kennt ihr ja eigentlich auch schon aus meinen ganzen am Stall FMAs. Und Chico, oh, der versteckt sich hier mal so ein bisschen. Da ist er. Er trägt seinen Halsring schon mal selber. Ne, Mäuschen? Ja, und ich bin auch total bebammelt. Hier eine Kameratasche. Und hier noch sicherheitshalber, also weil ich noch nicht weiß, wie er so drauf ist, noch ein Zaunzeug. Und ich dachte mir, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, euch eine Frage zu beantworten, die ich immer häufiger mal gestellt bekomme. Nämlich, warum benutze ich denn zwei verschiedene Trensen? Beziehungsweise, ob ich die eine jetzt nicht mehr benutze oder doch oder nicht. Und die Sache ist die, dass ich je nach Laune und je nachdem, was ich eigentlich so machen möchte, zwei verschiedene Zaumzeuge benutze. Einmal das hier. Hier, das Sidepull von Baumlos Glücklich, was ich ja damals testen und dann auch behalten durfte. Und weiterhin natürlich noch meinen Flower Hackamore, was ich mir damals von Barefoot gekauft habe. Und der Hauptunterschied ist, dass ich dieses Sidepull hier in Anlehnung reiten kann und das Flower Hackamore in Impuls. So, beides ist trotzdem Western, also das ändert daran jetzt nicht ganz so viel, nur die Zügelführung ist etwas anders. Hafen fährt. So, wie schon angekündigt, erstmal noch Zäumung drauf. Ne? So, und dann wollen wir erstmal ein bisschen warm reiten, ein bisschen was üben und danach geht's auf den Halsring oder an den Halsring. Ich habe ja leider heute keinen, der mich filmt, aber mal gucken. Das macht er doch eigentlich auch schon so ganz lieb, ne? Auch einhändig. Ich muss sagen, es macht unheimlich viel Spaß, nur mit Halsring zu reiten. Ich sollte es eigentlich einfach mal viel öfter mal machen, den Halsring einfach mal mitnehmen und wenn es gut passt, mal wieder machen. Weil es zeigt einem doch, ja, wie viel man wirklich mit Gewicht und Schenkel macht und wie viel man sich dann doch immer mal auf die Zügel verlässt. Und das geht ja jetzt hier nicht mehr, aber ich habe mich total gefreut, wie viel nur mit dem Halsring auch geklappt hat. Und ich würde sagen, er ist echt ein tolles Pferd. Mein Lieblingspony. Dann, Chico hat jetzt Ruhe. Der kriegt jetzt noch eine kleine Dusche. Der mag ja Fohlen. Ich weiß auch nicht warum. So, da seid ihr ja. Dann wollen wir mal noch Futter machen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. gibt natürlich noch einiges dazu. Ein paar Gebutten und natürlich noch die Leinsamen, die ich mitgenommen habe. Ja, Chico! Und noch etwas Hafer, weil es doch heute sehr kraftraubend war mit dem Bergauf, Bergab. So, nimm. Ja, frisst sehr langsam. So, und während Chico jetzt frisst, werde ich noch alles in mein Trainingsbuch eintragen. Wer das DIY dazu nicht kennt, ich verlinke euch das jetzt hier oben in der Karte nochmal. Oder natürlich wie immer unten in der Infobox. Also schon fleißig eingetragen. Immer mal kleine Lücken, aber es macht nichts. So, und hier muss ich jetzt einiges nachtragen, weil ich irgendwie nicht so ganz hinterhergekommen bin. Ja, kommt jetzt. Huch. Chico hat aufgefressen, also kann er jetzt wieder los. Wieder los raus. Hier, was trinken? Noch seinen Leinsamen am Maul. Da geht er dahin. Geht erstmal stänkern. Naja, nee, knutschen, ha? Knutschen. Ja gut. So, ich habe jetzt mein Trainingsbuch mal noch nachgetragen. Es sieht jetzt nicht mehr ganz so leer aus. Ja, hier mal so eine Übung eingebaut. Ja, bin echt zufrieden damit. Kann ich wirklich nur empfehlen, sowas sich zuzulegen. Und ich werde mich jetzt wieder auf den Heimweg machen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dem Video unten in die Kommentare reinschreiben. Und vielleicht auch einfach mal Wünsche. Was stellt ihr euch denn unter so einem FMA im Stall vor? Also ich hatte heute auf jeden Fall wieder echt Spaß, so die Kamera einfach mal wieder mitzunehmen und mal drauf loszufilmen, ohne irgendeinen Plan. Und ansonsten findet ihr hier drüben noch 2 weitere Videos von mir und unter mir könnt ihr noch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!